Komm schon, Jody. Wach auf, ja? Wach auf. Wach auf. Komm schon. Gute Nacht, Prinzessin. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Jody,
Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Hilf mir bitte! Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Nicht weh. Hör auf damit, Jody. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen. Nora. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jody. Bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört, die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Diese Pentagon-Obermacker kann ganz schön nerven, hm? Ich habe getan, was sie wollten. Das geht mich nichts mehr an. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Ich hätte die Mission nicht annehmen sollen. Ich habe an nichts anderes gedacht als an meine Freiheit und das war dumm. Was wirst du jetzt tun? Vielleicht gehe ich zu meinen Freunden zurück. Die paar Menschen, die mich mögen, wie ich wirklich bin.
Es gab davon bisher nicht so viele. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golfspiel. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal. Jody, ich... Ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Versuchen wir es. Ich werde einfach alles dafür tun, damit du glücklich wirst mit mir. Und das alles jetzt hier nicht mehr. Ah, da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe einen Single Malt bei mir stehen, ein feines Stäffchen. Kommst du gleich nach? Na, sowas kann ich doch nicht ablehnen. Gut, wir sehen uns später. Los, komm, Jody. Mason wartet. Ryan ist ein guter Kerl. Und ich glaube, er mag dich wirklich sehr. Ich weiß. Ich werde alles tun, damit es funktioniert. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Was immer Nathan sagt, pass auf. Bitte? Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. $500,000 für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Danke. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Als meine Frau
und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht, warum. Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen. Aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Hallo, meine Süßen. Helen. Laura. Ihr beide fehlt mir so sehr. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jodie. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jodie. Nathan, sie sind tot. Sie sind in der Infrawelt. Du kannst sie nicht zurückbringen. Tut mir leid. Ich kann das nicht tun. Ihre Stimmen sind verschwunden seit 15 Jahren. Seit dem Tag, an dem ich sie durch ein kleines Mädchen hören konnte. Ich bitte dich, Jodie, tu das für mich. Gib mir deine Hände. Sie wieder bei mir sein wollen. Ich weiß, Sie wollen bei mir sein. Nathan, ich weiß, was du fühlst. Du weißt überhaupt nichts von meinen Gefühlen. Gar nichts, verstehst du? Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Thank you.
Hi, Jodie. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation. Leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jodie. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. Einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Wovon redest du? Du hast ein Dämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Es sind nicht nur Seelen. Ich hab den Tod besiegt, Jodie! Alles wird einfach perfekt sein! Hab Vertrauen in mich. Alles wird gut ausgehen. Ich habe noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Die Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Aiden,
Bist du's, Aiden? Das ist echt nicht witzig. Was sollte Aiden hier machen? Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Führ uns zu Jody, Aiden. Zeig uns den Weg. Gut. Und jetzt? Hier lang. Jetzt? Du willst, dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Freeman, ich habe Level-3-Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Schleust uns an ihm vorbei ein. Tisch 42, hallo? Hallo? Wir können. Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Geht sie durch. Danke. Schnell, Aiden. Führ uns zu Jody. Jody ist hier? Jody! Sie ist raus. Komm her. Nathan. Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Hier lang!
eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Vielleicht ist es auch zu spät. Scheiße! Wir sind raus! Alle raus! Mein Gott! Wir können sie nicht stoppen! Der Schild funktioniert nicht! Nur Sie können das noch stoppen! Dawkins ist wahnsinnig! Das Feld ist blind! Jetzt verjagen Sie diese ganzen Monster! Los! Ich sollte sie töten, Wes. Aber das Letzte, was die Infrawelt braucht, ist so ein Mistkerl wie Sie. Gehen Sie mir aus dem Weg! Sie werden mich sofort ausfinden, Clayton! Action, Clayton, das ist dein Befehl! Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle drauf hier! Wir werden alle sterben! Nicht jetzt, Eimer. Es funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Wartet. Eine Sache kann ich noch versuchen. Beeilung! Die Zeit ist knapp! Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, komm. Wir müssen raus hier, lass das Militär bezahlen für den Mist. Jody, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Ryan? Ich wollte schon immer einen Helden von sterben. Die Betasonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Die Zone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. Ihr tut. Dann los! Sie sehen uns! Los, lauf!
Sie kommen! Jody, nein! Tut mir leid, Prinzessin. Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Nein, niemals. Ich lass dich nicht hier. Finde die Betasonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody. Was er konnte. Ich zerstöre jetzt
jetzt diesen Kondensator. Und du hältst mich nicht davon ab. Es sei denn, du tötest mich. Du kannst mich nicht stoppen, Johnny. Du kannst mich nicht davon abhalten, meine Familie wieder zu sehen. Ich mache dem Tod ein Ende. Niemand wird ertragen müssen, was ich ertragen musste. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Lebende und Tote zusammen. Ich habe euch vermisst. Ich habe euch so vermisst. Und du kannst das Chaos beenden, Jody. Tu es. Tu es für mich. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter.
Es geht nicht, Jodie. Es ist zu spät. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich habe dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Dinge, die ich noch tun will. Die andere Seite. Eine andere Welt. Man wird zum Wind. Zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer.
Seitdem die Betasonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche, mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. 3 Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten, zur Aufklärung dieser erschütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um meinen neuen Kondensator als um mich. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Mein Leben ohne Aiden. Schon solange ich am Leben bin, wollte ich immer ein Leben ohne ihn. In Freiheit, ohne dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Schon fast, als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Shit. Ich vermisse ihn furchtbar. Aiden ist nicht der Einzige, der mir fehlt. Jetzt, wo Ryan tot ist, weiß ich erst, was er mir bedeutet hat. Ich verstehe jetzt, wie Nathan sich gefühlt hat. Nichts tut so weh, wie zu wissen, dass man jemanden nie wieder im Arm halten kann. Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Es war so offensichtlich. Tief im Herzen habe ich es gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle.